Gute Grüße euch, Freunde. Herzlich willkommen zurück hier im Kraftwerk. In der letzten Folge haben wir unseren Tank gebaut und heute will ich mal in den Heckfender gehen. Mein Plan ist es, den originalen Fender umzubauen und wieder zu verwenden. Und dazu müssen wir dann hier erstmal den Halter abbohren und vor allen Dingen das komplette Teil ein bisschen schlanker machen. Dazu werden wir hier links und rechts so einen Keil rausschneiden, dasselbe auch vorne. Und dann versuchen, die Flanken beizudrücken und dann wieder festzupunkten, dass wir da eine Fläche kriegen. Und dann können wir das komplette Teil durchschieben, sodass wir dann mit dem Fender hier am Ende so kurz hinter der Achse rauskommen. Mal sehen, ob das klappt und ob das dann so am Ende wird, wie ich mir das vorstelle. So sieht er jetzt aus, wenn wir den da so reingeschoben haben. Passt, finde ich, ganz gut. Ich weiß, für die meisten wird das jetzt zu hoch sein. Aber darf nicht vergessen, der ist ja nicht mitschwingend, sondern wird am Rahmen montiert. Das heißt, wir brauchen auch noch Platz für den Federweg. Und das Thema Fender, besonders beim Heckfender, ist ja ein, oder beziehungsweise Spritzschutz ist ja in Deutschland, was die Zulassung angeht, alles ein bisschen schwierig. Wer sich jetzt denkt, man wälzt die Gesetzestexte und sowas und guckt mal, wie bei Blinkern zum Beispiel, dass man da genaue Angaben findet, was darf, was nicht, was ist zulässig, was nicht. Ja, den muss ich jetzt leider enttäuschen, weil da werdet ihr absolut nichts finden. Wenn das Motor nach EG zugelassen ist, dann steht da über einen Spritzschutz gar nichts drin. Wenn das Ding nach STVZO, also nach deutschem Recht zugelassen ist, dann findet ihr da maximal diesen Passus, es muss ein geeigneter Spritzschutz vorhanden sein. So, da geht es jetzt schon wieder los. Was ist geeignet, was nicht? Wer entscheidet das? Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ihr vielleicht findet, ist so ein TÜV-internes Schreiben, was sie quasi ihren Prüfern an die Hand gegeben haben, um denen das leichter zu machen, zu entscheiden, was geeignet ist und was nicht. Und in diesem Schreiben wird immer gesprochen von Achse 15 cm nach hinten. Ja? Und ich selbst zum Beispiel, ich richte mich auch so in etwa an diese Richtung. Das hat aber nichts mit der Zulassung oder so zu tun, sondern das kommt mehr so aus, aus der praktischen Erfahrung. Und zwar, wenn ihr mal bei ein bisschen schlechterem Wetter fahrt, ne? Der Boden ist nass oder es regnet noch und keine Ahnung was. Und zwar, wenn ihr jetzt einen Fender habt, der vor der Achse endet, ja, dann spritzt ihr euch den ganzen Dreck hoch hinten an Rücken und an Helm. Und wenn ihr so bis knapp auf die Achse seid, gibt es eine ordentliche Fontäne nach oben und euer Buddy hinter euch kriegt den ganzen Kram ab. Seid ihr aber, sobald ihr hinter der Achse seid, seid ihr da ziemlich safe und der ganze Dreck bleibt unten und stört keinen. Ja, genug gequatscht. Ich würde sagen, nehmen wir das Ding jetzt wieder raus. Guck mal, dass wir das hier alles zukriegen und anpassen. Los geht's! So, Freunde, der Heckfender ist jetzt vorerst mal fertig.
Was habe ich noch alles gemacht? Ich habe hier die ganzen Löcher, die man immer brauchen, zugeschweißt. Hier unten, die habe ich offen gelassen. Da kommen nämlich später die 3-in-1 Blinker drauf. Und sobald die da sind, kann ich sehen, wie weit ich das noch aufbauen muss. Dann habe ich mir hier quasi vier Stehbolzen gemacht, indem ich einfach Schrauben von unten durch und die am Fender verschweißt habe. Ich wollte es mal so rumprobieren, weil sonst mache ich das immer so, dass ich von unten Muttern dagegen schweiß und dann von oben die Schraube durchsteckt. Allerdings musst du da halt immer gucken, dass die Schraube nicht zu lang ist, damit die beim Einfedern nicht auf den Reifen trifft und so. Und diesmal wollte ich es halt einfach so ausprobieren. Dann hier hinten das noch ein bisschen halbrund ausgetrieben. Das war vorher gerade und da wäre der Platz zum Reifen einfach nicht genug gewesen. Deswegen haben wir das noch ein bisschen rausgetrieben. Und hier hinten diese Wulst, wo das originale Rücklicht drauf sitzt, auch wieder heiß gemacht und eingetrieben. Und das Ganze hier hinten will ich dann später verzinnen. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Und wie ich ja im letzten Video schon gesagt habe, vom Nix-Tun lernt man nichts. Und deswegen will ich das bei dem Projekt das erste Mal ausprobieren und sehen, wie es wird. Gut, dann schrauben wir den mal wieder ans Motorrad und gucken uns an, wie es aussieht. Und so sieht die ganze Geschichte jetzt montiert aus. Und die Befestigung sind hier vier originale Löcher im Rahmen. Hier unten haben wir jetzt auch genug Platz durch das Austreiben. Eben schon mal eingefedert. Das passt alles. Und dann werden wir uns als nächstes, wenn wir uns dann hier vorne dran wagen, der Fender wird auch ein bisschen eingekürzt, vorne und hinten. Und der Lenker kommt drauf, Lampe und so weiter, die Teile sind auch schon alle da. Aber das gibt es dann in der nächsten Folge. Das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Am besten noch Kanal abonnieren, weil dann verpasst ihr kein weiteres Video. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die Vorderseite, wie schon gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ansonsten habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Let the rainbow come from me.